Meine Tierklinik in Australien. Hilf den Tieren der Wildnis und werde die beste Tierärztin an der Küste Australiens. Meine Tierklinik ist ähnlich aufgebaut wie die Sims-Spiele, nur simpler. Wir spielen eine Tierärztin und müssen Tieren helfen, die uns die Leute so anschleppen. Hallo. Der arme Kleine sieht wirklich nicht gut aus. Bitte schau ihn dir doch mal genauer an. Na du Süßer, hab keine Angst. Wenn wir ein krankes oder verletztes Tier gebracht bekommen, müssen wir es zunächst untersuchen, um herauszufinden, was es hat. Ein paar Instrumente besitzen wir schon. Den Rest können wir kaufen. Welche Tiere wir bekommen, hängt davon ab, was für Gehege wir gebaut haben und wie belesen wir sind. Nach der Diagnose kann das Tier entweder wieder freigelassen werden oder bleibt im Gehege, bis wir es wieder gesund gepflegt haben. Schon in ein paar Tagen bist du wieder gesund. Und so lange passe ich auf dich auf. Die Tiere werden gefüttert, gestreichelt, bespaßt, untersucht und natürlich muss das Gehege immer schön sauber sein. Bist du schon stärker als ich? Unsere Ärztin muss essen, schlafen und Sport machen. Wer Lust hat, kann sie fernsehen lassen. Bin ich müde. Des Weiteren muss sie lesen, um ihre Fähigkeiten auszubauen. Spinnen? Ach was, ich gehe lieber aufs Laufband. Für jede abgeschlossene Behandlung gibt es Geld. Davon kauft man Futter, Spielzeug, Inneneinrichtung, Gehege, Klamotten und so weiter. Außerdem steigt unser guter Ruf, wenn wir uns um die Tiere kümmern. Zu meiner Kritik. Gut finde ich, dass man ein ordentliches Startkapital hat. Die Kommentare im Spiel sind oft sehr amüsant. Hätte ich nur mal kochen gelernt. Die Tiere sind furchtbar putzig und variieren in ihrer Farbe. Einige Details sind schade. Blöd ist, dass man selten mehr als einen Befehl geben kann. Wenn die Ärztin liest, hat sie kein Buch. Und Lernen ist wichtiger als alles andere, wichtiger als Essen und wichtiger als Kunden. Und man kann den Lernvorgang nicht abbrechen. Ich habe genug gewartet, mir reicht's. Sie hat keine Handschuhe an, sie versinkt im Bett. Und sie berührt die Tiere nicht. Hier wurde gespart. Man hätte die Bewegungen besser an die Tierarten anpassen sollen. Der Kakadu ist nachts dunkel, obwohl er im Haus ist. Die Nacht ist viel zu lang und es gibt keine Vorspultaste. Die Gehege sind alle offen. Die Bestellinfo nach jeder Bestellung nervt. Pädagogisch wertvoll und interessant sind die Tierinfos, aber ehrlich gesagt hat doch keiner groß Lust, seitenweise zu lesen, vor allem wenn es um Milben unter der Haut geht. Seltsam ist, dass man eine SMS bekommt, wenn die Tiere hungrig sind. Das Tutorial funktioniert nicht. Spielt man ein Szenario, bekommt man eine To-Do-Liste. Das freie Spiel ist im Prinzip das gleiche, nur ohne Liste. Insgesamt ist das Spiel sehr süß und Leute, die Sims mögen, werden das Spiel auch nett finden. Für Mädchen verschiedenen Alters ist das genau das Richtige. Viel rosa und süße Tiere. Leider wird das Spiel irgendwann langweilig, weil es keine Story gibt. Im Prinzip macht man immer wieder das Gleiche. Für Mädchen im Teenageralter kann ich es aber dennoch sehr empfehlen. Ich weiß doch, dass du das besonders gerne magst.